Schädelöffner. Torvos, Schädelöffner. Hier, mein Arzt. Vielleicht nicht zu tief. Oh. Nasenfahrt. Jetzt schon? Das muss ich wieder zu machen. Das muss ich wieder zu machen. Okay, hier. Ach, brillante Näharbeit. Skalpell? Skalpell? Torbo, Skalpell. Skalpell? Okay. Oh. Na, Lufan? Oh, oh. Oh mein Gott, das sieht schlecht aus. Das sieht wieder gut. Stupfer. Chef, das EKG schlägt an. Das sieht nicht gut aus. Okay, okay. Schere, 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 Schere. Doch nicht so tief, ich glaube, wir verlieren ihn! Nadel fahren. Das wird nichts, das wird nichts. Der verliert immer mehr an. Was sagt das EKG? Ganz schlecht. Okay, weiter. Wir müssen ihn gleich wiederbeleben. Okay, nochmal das Kapell. Das wird nichts mehr. Versuch einmal wieder Beatmung. Nein. Schnell. Oh Gott, oh komm Gott, schon. Oh Gott, das kommt das schon. EKG. Komm schon. Nein. Da tut sich nichts mehr. Wir verlieren ihn nicht. Ich rette ihn. Ich rette ihn. Ich rette ihn. Ja, wir haben leider gerade schon einen Patienten verloren. Dr. Boots konnte ihn nicht retten. Bin schwer enttäuscht. Und ich denke, wir werden jetzt noch ein paar weitere Patienten verlieren. Hoffen wir mal nicht, hoffen wir mal nicht. Denn wir spielen jetzt den Surgeon Simulator. Hallo! Winke, winke! Ich bin übrigens gerade die rechte Hand mit der super coolen 80er Jahre Armbanduhr. Hast du die gerade dran gemacht? Die lag doch gerade eben auf dem Tisch. Ja, die hast du von abgemacht, abgerissen. Echt? Hab ich die Oh, das oh, Telefon. Oh, ich versuche das Telefon festzuhalten. Na, klappt nicht. Nee, Scheiße, jetzt nein, halt fest, Oh, nee, wie halt ich fest? Oh, guck mal, ich habe eine Trophäe erreicht. Juhu! Oh nein, wie geht das jetzt? Ach ja, genau, ich muss irgendwie meine Hand wieder nach oben. Also, wir haben noch keine Ahnung, wie das Spiel so richtig funktioniert. Wir können irgendwie greifen. Und zwar sogar zu zweit. Ey, Junge, oh, romantisch. Oh, ist das süß. Ich mag das ja gerne, gekrault zu werden. Ich kraul dich jetzt mal ein bisschen. Oh, ich kraul dich noch. Warte mal. Du warst es dir nur in was hältst du davon, wenn wir jetzt mal einfach mal ausprobieren, was man... Oh, wie geil, okay. Okay, dann okay, lass uns mal starten. Das ist mal eine Operation starten. Okay, hier. Warte. Ja, hier, okay, warte. Oh okay. Ja, also. Name des Patienten ist Bob. Wir müssen eine Herztransplantation machen. Wie ihr hier seht. In einem Operationssaal. Und unsere Leistung ist unvollständig, warum auch immer. Okay, dann warte mal. Nö, jetzt wieder das Hauptmenü. Achso, ich dachte, ich kann das so rausziehen. Ja, gut, dann kann man hier noch was auswählen? Ich weiß nicht, lass uns einfach hier Bob mal starten, wa? Ja, dann... Nur wo? Ach, der Operation beginnt. Oh, es geht los. Wo geht denn das hier? Ja, was ist hier los? Finde ich auch ein cooler Ladescreen, ne? Na, geil, auf jeden Fall. Oh mein Gott, okay. Führe eine Herztransplantation. Was? Oh. Okay, ja, ziehen wir erstmal ab hier.
Ich muss das loslassen. Nein, das hängt aber nicht fest. Nein, das steckt im Arm. Okay, okay, ich bin ja auch die linke Hand. Ja, wir müssen jetzt irgendwas greifen. Was müssen wir denn machen? Wir müssen, glaube ich, zuerst hier irgendwie aufbauen. Klingt doof. Kann man das... Aber wie... Ich kann. Pass mal auf, ich habe eine Idee. Greifen wir den Hammer? Wie greife ich den denn? Ich kann ja, irgendwie so. Kann man nicht noch weiter runter? Ich weiß nicht. Ich versuche mal, den Hammer zu greifen. Lass mich mal ran! Okay. Nee, so. So. Hallo? Ich will doch nur den Hammer. Für den Hammer. Uiuiui, das riecht aber ab. was muss ich denn jetzt machen? Wie komme ich denn an den scheiß Hammer ran? Oh, toll, ich habe einen Becher. Den können wir erstmal hier auf den Patienten werfen. Man muss doch irgendwie das Ding greifen können, oder? Man kann so. Ich kann so greifen. Aber ich krieg den Hammer nicht. Okay, das fängt schon mal gut an. Schlagbohrer. Ah! Oh, oh, ich hatte was. Ah, wie hast du das gemacht? Wie hast du das denn gemacht? Mit, ich hab einfach. Warte. Okay. Perfekt. Und jetzt haust du mit dem Hammer einfach mal da auf. Oh nein! Der Hammer ist weg. Okay. Oh komm, wir versuchen es. Ja, versuch den zu greifen. Dann bauen wir es einfach auf. Okay. Okay, er läuft schon mal. Du musst ihn hochheben. Ja, vorsichtig. Jetzt gehen wir zum Patienten und dann bauen wir eben das scheiß Skelett da unten auf. Die Rippen, ja, sieht schon mal ganz gut aus. Ja, du hast schon ein Stück. Oh, das ist ein bisschen tief. Knochensäge. Vielleicht soll ich mir Knochensäge nehmen. Aber wie hast du denn... Wir müssen mit R1, oder in deinem Fall wahrscheinlich dann L und R. L1 und 2. So, ich hab die... Nee. Hups. Ich hab die Säge. Warte, wie komme ich denn da wieder raus? Ich komme nicht zur Säge. Ich bin ein bisschen zu tief drin. Nein, die Säge ist weg. Ich bin ein bisschen zu tief drin. Oh mein Gott. Oh, er verliert Blut. Was kann man denn da schnell draufwerfen? Komm, greif irgendwas. Ach, ist da das Herz drin? Oh, da ist das neue Herz drin. Okay. Und schmeißen wir schon mal ein bisschen durch die... Wir müssen die Knochen eben entfernen. Ja. Komm. Oh, ich versuche hier mal die Knochen zu entfernen. Ja, gibt's hier oh, meine Arme. Warte mal. Hätten wir doch nur noch den Hammer. Das ist wie hier auf dem Rummel, so weißt du, mit diesen Grillen. Aber wirklich. Ja, komm, schneid einfach ein bisschen drin rum. Ich frage mich, kann man dieses Spiel überhaupt schaffen? Ich glaube nicht, Alter. Oh Gott. Oh. Du schneidest ihn gleich. Oh. Oh mein Gott. Okay, damit geht das auch nicht. Komm, ich will dieses blöde Stück Knochen da raus haben. Ja, wir haben eigentlich schon alles vom Tisch geschmissen. Das brauche ich nicht. Ach, komm hier. Ach, guck mal, ich habe schon ein Stück Knochen rausgehauen. Aber noch mehr. Sollen wir die Leber hier einfach rausnehmen? Also wir brauchen eigentlich einen Hammer. Wollen wir einfach die Operation nochmal neu starten? Ja, würde ich sagen, oder? Oder lass mal... Das ist gut hier. So, jetzt mal runter. Runter. Greifen. Ich nehme erstmal einen Schluck. Also irgendwie... So, rund. Nein. Achso, ich muss unten bleiben und dann muss ich irgendwie greifen. Oh. Was ist jetzt passiert? Blutwerte sehen nicht gut aus. Und ich glaube, hast du davon was getrunken? Ich weiß es nicht. Nee, wir haben gerade irgendwie einen Trip. Oh mein Gott. Wie geil. Oh. Ich versuche noch immer hier das komische Schlachtwerkzeug zu greifen. Weißt du was? Ich glaube, der ist... Wir machen einfach mal neu starten. Okay, alles klar. Wir gehen jetzt mal ganz nach rechts rüber. Da war ja diese komische Säge. Und ich versuche die jetzt mal zu greifen. Alles klar. So, also nach rechts... Oh, ich muss zuerst das Laken weg. So, lass los. Mach das mal nicht auf meinen Tisch. Warte, geh mal her. Oh, okay. Jetzt ganz nach rechts rüber. Vorsichtig. So. Ich versuche jetzt. Okay, so greife ich so. Und ja, genau, so. Leg ihn dir erstmal hin. Oh nein! Oh, nicht schon wieder. Ach, du hast wahrscheinlich eine nein, Spritze. Nein, ich bin an die Spritze gekommen. Oh yeah. Oh, ja, ich hab's. Okay, perfekt. So, und jetzt legen wir einfach mal ein bisschen. Ja, auf eine kleine, etwas andere Art so, und Weise. So, einfach mal ein bisschen drin rum. Oh mein Gott. Oh mein das Gott. Ah, da ist schon ein Stück raus. Yes. Oh ja. Ich bin dein Assistenzarm. Ja. Ups, sorry. Oh mein Gott, wir kommen gleich ans Herz. Oh, müssen wir ihn noch irgendwie gleich... Irgendwie spalten. Okay. Oh mein Gott.
Wir müssen ja gleich irgendwie, nachdem wir die Knochen da raus haben. Ich hoffe, die Spritze lässt gleich nach. So. Ja, das sieht ganz gut aus. Ich weiß nicht, was du da so geht. Oh. Ja, komm, weg mit den Knochen. Die müssen alle weg. Was ist das für ein crankes Spiel, Alter? Da hängt ja alles fest. Oh mein Gott. Ich hör mal, die Knochen sind gleich weg. So, jetzt müssen wir auch nicht. Jetzt müssen wir irgendwie. Hier, der sitzt noch fest. So, ich versuche einfach mal Zeug hier rauszugreifen. Okay. Also die Lungen. Mhm. Geht das? Nicht so richtig. Ah doch, ich hatte sie fast gehabt. Aber wir auch ein bisschen gemein, wenn die komplett raus sind, ne? Ach, aber wie kommen wir denn ans Herz ran? Oh, ich glaube, unser Patient ist tot. Wieso? Das kann ich überhaupt Alter, nicht ey. Verstehen. Boah, ist aber schwer, oder? Okay, lass uns jetzt echt mal vernünftig vorgehen. Nochmal natürlich. Natürlich nochmal. Oder wir gehen nochmal kurz ins Hauptmenü gucken, ob man da noch was anderes machen kann. Ja, okay. Ich glaube nicht, weil ich habe da ein bisschen rumgeklickt und da war nichts anderes. Aber geh gerne nochmal zurück ins Hauptmenü. Wunderbar. Alter, wie crank das Spiel ist, ey. Ich will nicht sagen, dass es crank ist, aber es ist echt crank. So. Okay, Bobby. Weil hier siehst du, hier kannst du nichts auswählen. Du versuchst auf jeden Fall die Diskette da rauszuholen. Ich versuch die Diskette rauszuholen. Na, funktioniert nicht. Nee, wir können tatsächlich nur Bob. Oh, es geht schon los. Okay, dann. Ja, versuchen wir es nochmal mit Bob und unserer Herztransplantation. Okay, warte mal, lass mich mal. So, du kannst ja mal das Laken runternehmen. Ja, Vorsicht. So, ich würde sagen, wir versuchen es jetzt nochmal vorsichtig mit dem Hammer. Okay. So, jetzt. Warte, lass mich mal, ich habe okay. Die richtige Hand. Greifen, ja, perfekt. Und jetzt mit dem Hammer schön feste drauf. Also am besten hochklappen, runterklappen. So. Wie dumm das aussieht. Warte mal, eigentlich mal gerade kurz ausprobieren. Oh mein Gott. Okay, das geht. So. Ich sehe auf jeden Fall sein Herz, es arbeitet noch. Betonung liegt auf noch. Okay, dann machen wir mal nur hier unten auf, würde ich sagen. Ja. Komm schon, hau feste drauf. Okay. Ich glaube, du musst den Hammer eigentlich anders verhalten. Ja, es ist leichter gerade. Ich leg mal kurz mal loslassen. Wunderbar. Wollen wir nochmal mit der Knochensäge versuchen? Ja, warte, ich greife nochmal schnell zu. Ich nehme nochmal einfach mit. Ja. Okay, vielleicht so. Oder es bricht. Oh ja, es bricht, es bricht. Okay, nimm mal weg. Vielleicht reicht das ja auch schon. Ja. Yes. Ja, komm, weg yes. Mit dem. Meinst du noch ein paar Rippen weg? Ja. Okay. So, okay, jawohl. Ich nehm. Ja. Na, weg damit. Und noch, na, komm schon. So, nein. Ja, komm. Also was? Ich pulle einfach mal ein bisschen drin rum. Also ich finde, wir sind schon echte Profis. Ja, sieht schon gut aus. Oh, jetzt war die schon wieder ein bisschen. Oh, direkt ins Licht. Egal, das liegt ja jetzt eigentlich ein bisschen drin. Solange so. Da kein Werkzeug drin liegen bleibt. Okay, greif zu. Ja, ich komme nicht mehr raus. Mit so. Dem Stück. Ja, komm, das muss da doch raus. Ach, da ist die Lunge draußen. Das macht ja nichts. Dann kommen wir wenigstens ans Herz ran. Oh ja, die Lunge habe ich jetzt schon ein bisschen. Warte, ich hau die mal wieder zurück. Oh mein Gott. Oh. Ja, sie. Also, jawohl. Falls ihr mal demnächst irgendwie ins Krankenhaus müsst und dann ist dort irgendein Dr. Boots oder ein Dr. Torbus, rennt um lasst, euer Leben. Lasst euch nicht am Herzen operieren. Nein, auf keinen Fall. Warte mal, ich kann das mal. Und am besten auch keine andere OP. Okay, alles klar hier. So, jetzt muss man doch irgendwie das Ding rausnehmen können, oder? Ja, komm. Komm, wir haben. Ja, guck mal. So, wer braucht schon eine Lunge? Hoffentlich müssen wir die nie wieder reinsetzen. Oh, wahrscheinlich nicht. Ich denke nicht, dass der es überleben wird. So, komm, ich versuche hier nochmal in die zweite Lunge raus. Naja, aber wir sind stets bemüht hier. Ja, wir sind die besten Ärzte der Welt. Grey's Anatomy. Jawohl, warte, ich pack mal meinen Hammer weg hier. Oh, sehr gut. Jetzt können wir irgendwie vielleicht ans Herz ankommen. So, der liegt da noch. Ja. Vielleicht müssen wir hier. Die Uhr kann da auch drinnen bleiben. Die Uhr kann da drinnen bleiben. Ja, nimm doch raus. So. So.
Das ist die Leber, ich glaube schon. Ja, sieht so aus, ne? Immer hier den Darm oder was das ist, kann man den nicht irgendwie. Du meinst den Magen? Ja, den Magen. Ich habe eine gute Idee. Wir schneiden jetzt mal eben hier. Wir schneiden jetzt mal eben mit einem Skalpell. Okay, warte, ich nehme den Hammer weg. Ich habe da nämlich noch ein Stück, was ich hier mit einmal. Ich versuche so lange das Skalpell zu nehmen. Ups. Oh. Skalpell. Ja. Nein. Ich warte, lass mal, das ist genau mein. Oh nein. So, ich hab das Gefällt. So, und jetzt schneide ich das hier mal hin auf. Nicht so, nicht so. So. Na, komm schon. Geht nicht? Ah, doch. Ja, komm hier. Ich will ja auch nicht sagen, dass unsere Hände inzwischen blutig sind. Ich hab hier auch. Ja, komm. Das sieht präzise aus. Und jetzt geht direkt anschneiden. Ich lass mein Skalpell wieder los. Oh, das war's jetzt. Ja, komm, das muss weg. Sonst kommen wir nicht an das Herz ran. Ich habe so eine OP schon mal gemacht. Regelmäßig. Weißt du was, wir werfen gleich einfach das andere Herz da rein, machen wieder dicht und gut ist. Ja, würde ich auch sagen. Das geht nicht. Ich komme nämlich nicht. Können wir den Magen hier irgendwie nehmen? Und das andere Herz kommen wir nämlich irgendwie nicht ran. Wieso nicht zwei? Wieso wählt er nicht zwei Herzen? Ich muss mal eben schnell. Versuchst du jetzt nochmal in den Magen? Ich kann auch die große Knochensäge nehmen und versuchen damit den Magen. Ja, mach das mal. Aber ich muss nach rechts dazu. Okay, warte ganz kurz. Einmal schnell den Hammer noch organisieren. So, hast du ihn? Ja, perfekt. So, ich tauche jetzt hier ab und habe die Säge. Dreh ich. Lass mich mal ran da. Ja. Nee, jetzt hängt die Säge falsch rum. Runter und sägen. Komm schon. Ja, komm schon. Das geht einfach nicht ab. Da oben sieht das aber schon gut aus. Oh, oh. Weißt du was? Wir schmeißen jetzt das andere Herz da rein. Ja. So, auf und... Oh, ich hab's. Rein da. Sitzt. Guck mal, es gab sogar eine Trophäe. Herz ist drin. Und jetzt? Jo, ich würde sagen, jetzt ist der Patient. Komm, wir stopfen jetzt schnell hier. Wieder rein. So. Rein. So, wieder rein damit. So, die Lunge. Ach, komm schon. Oh nein, die Lunge fällt auf den Boden. Nein. Ich hab sie. Okay. Oh, ist das die rechte oder linke? Nein, die fällt daneben. Das ist die linke. Sieht so aus. Ja. So. Schnapp sie dir, Junge. Und jetzt einfach rein. Übers Herz. Dann sieht das nämlich schon wieder ganz gut aus. Oh, guck mal. Sieht fast gut aus. Oh, das Skalpell ist noch drin. Egal, auch das ist schon passiert. Wo ist eigentlich die andere Lunge hin? Oh Mann, man braucht ja eh nur eine, ne? Ja, eine. Ja, macht ja nichts. Komm, drückel das da ein bisschen rein. Wie geil. Ja, ich würde sagen, damit haben wir gleich unsere erste erfolgreiche OP hinter uns. Hier, eine Rippe kriegt auch nochmal wieder, wenn ich sie kriege. Er verliert im Durchschnitt 13 Milliliter die Sekunde. Haben wir irgendwelche Tupfer oder sowas rechts vielleicht noch? Vielleicht können wir die Blutung dann stoppen. Ja. Vielleicht hier mit so kleinen Schwurbeldingen. Ach, weißt du was ich... Damit man einen Sound im Körper hat. So, passt schon. So. Ich glaube, gleich ist er eh tot. Ach, meinst du? Also, ich will ja nicht sagen, dass es mich wundert, dass er noch lebt, aber... So, noch ein bisschen. Rein damit. Ja. Schnell, töte ihn. Bevor er noch aufwacht. Oh, wie geil. Das ist. Ja, schon mal die Augen schließen. Oh, ist auch ganz warm. Oh, noch ist er warm. Warte. Knack. Genickbruch. Oh, du schaffst es. Ja, Achtung. Und tot. Ja, du hast ihn erstickt, würde ich sagen. Genau. Aber Mann, das ist schwer. Was haben wir denn jetzt falsch gemacht? War doch alles wieder drin. aber das kann man doch nicht schaffen, ey. Weil nein, das ich alles auch nicht. Okay, mach nochmal. Ey, das machen wir nochmal jetzt hier. Ich glaube, wir müssen echt mal uns ein YouTube-Video dazu angucken. So, weg mit dem Tuch. So, also. Wir brechen auf jeden Fall erstmal wieder mit dem Hammer. Okay. Die Rippen auf. Weil, das gehört sich ja so. Oh, sehr gut mit der Spitze. Ja, komm, dreh ihn ein bisschen. Jetzt bloß nicht loslassen. Nein!
Achtung, Achtung. Warte, lass mich falsch. Lass mich bloß nicht fallen. Ja. Bums. Und noch mehr. Ja, komm schon. Mach ihn kaputt. Ich mach ihn kaputt. Ich höre auch so komisches Knacken. Klingt auf jeden Fall ganz gut. So. No. Lass uns mal auf jeden Fall versuchen, irgendwie die anderen Organe irgendwo beiseite zu legen, sodass wir die da auch gleich wieder reinpacken können, vernünftig. Ja, wie überhaupt wieder reinpacken müssen. Weiß ich auch nicht. Wenn wir überhaupt so lange überlebt. Okay, dann lass uns einfach mal schnell alles rausholen. Versuchen echt alles... Oh. Nein. Oh mein Gott. Das ist sehr präzise, was ich hier mache. Ihr glaubt gar nicht, wie ich hier gerade mit dem Controller rumhantiere. Und hoch und runter. Ach komm. Oh nein, hier ist der Hammer weg. Na, egal. So. Also ich weiß jetzt auch, warum Ärzte während einer OP schwitzen. Also ich muss sagen, das ist schon ganz schön anstrengend. So. Hast du den Hammer weggehauen? Ja, der Hammer ist leider weg. Okay, weil wir müssen. Wir können auch die Knochensäge nehmen. Ja. Oder das. Können wir vielleicht auch einfach das Herz rausbohren? Probieren wir mal. Oh. Oh, ja, ich muss schon weitermachen. Ja, oh, wie das alles zerschnitten und zerstört wird. Ja. Genau dafür hat man sich eine PlayStation gekauft, oder? Genau für solche Spiele. Genau für dieses eine Spiel. Oh, um sich auf gut. sein Studium, um sich auf sein Chirurgiestudium vorzubereiten. Ja, das machen wir nämlich. So, okay, sehr gut. Dann würde ich sagen, so, jetzt nehmen wir erstmal die. Erste. So, einmal schön beiseite hier. Guck mal ganz kurz mit mir. So, ich habe sie. Ja, ich komme nicht mehr raus. Na, doch, jetzt habe ich sie. Packen wir. Okay, links. So, hier kommt meine links. Hin. Hier kommt meine ja. hin. Und meine kommt einfach hier oben hin, wa? So, genau. Aufs Radio. So. Oh, nicht umschalten. Wir wollen keinen anderen Sender. So. So, dann. Die anderen Teile können wir theoretisch wahrscheinlich drin lassen. Wir müssen ja. jetzt irgendwann das Herz rankommen. Ich versuche da jetzt nochmal ganz fies. Oh, zack, weg ist wieder die Uhr. Weg ist wieder die Uhr. Schon ein blödes Herz. Frag mich, ob wir das auch noch ausschneiden müssen. Das ist eine gute Frage, ne? Also irgendwie. Weil irgendwie. Theoretisch hängt das ja ganz schön fest, das Herz da drin, ne? Ja. Versuch mal so schräg da reinzugehen. Ja. So und. Ja, versuch du mal so. Ne, ich muss wahrscheinlich so. So und dann. Pack ihn dir, pack ihn dir, pack ihn dir. Na, pack ihn dir! Also ich weiß nicht, was das werden soll. Ich weiß auch nicht. Ja. Also ich würde sagen, falls wir das Spiel noch einmal spielen, gucken wir uns vorher ein paar YouTube-Videos an. Ja, auf jeden Fall. Aber bis dahin, es ist jetzt erstmal unsere Aufgabe. Ja, ich will aber nicht sagen, der Patient stirbt schon langsam wieder. Ja, ich sehe es. Komm, raus hier. Ja, zieh! Zieh! Die Uhr, hängt an der Uhr kann drin. Die Uhr kann drin bleiben. Das hängt an der Uhr fest. Ja, macht ja nichts. Jede sieht ganz schön eklig aus wie ein Penis. Ja, irgendwie. Das ist ein Penis! Fass es nicht an, das ist ein Penis! So. Komm schon. Irgendwie müssen wir wieder dieses blöde Herz da rauskriegen. Das gibt's doch nicht. Ich bin sprachlos vor Entsetzen. Ich auch, geh mal weg. Ich versuche das nicht. Komm, schneid doch mal auf hier. Schneid's auf. Ja, so ist gut. Immer weiter schneiden. Wer braucht schon. Nein. Oh. Wer braucht schon. Ja. Wer braucht schon was? Ja, was ist das? Ja. Nee, das nennt sich doch hier. Speiseröhre, genau. Speiseröhre. Also, wir haben heute viel gelernt, dass wir wunderbare Ärzte sind. Ein Talent haben wir auf jeden Fall, wie man gesehen hat. Ich meine, die letzte Runde, das sah schon gut aus. Das sah schon richtig professionell aus. Das sah wir haben erst aus. Wunderbar die Rippen zerstört. Richtig. Wunderbar die Leber rausgenommen. Richtig. Sachlich neben dem Tisch drapiert. Genau. Auf dem Radio, das natürlich klinisch rein ist. Alles war. Da alles. Wird sich auch gar nichts entzünden bei den Patienten. Darum brauchen wir auch gar keine Handschuhe oder sowas anziehen. Nein, nein. Hände waren sauber. Die Hände waren sauber. Bis zum Schluss. Richtig, genau. Naja, liebe Leute, wenn das jemand von euch geschafft hat, dann könnt ihr das gerne mal reinschreiben in die Kommentare und schreibt auch gerne rein, was wir falsch gemacht haben. Also ich denke, wir hätten das auch irgendwie durchschneiden müssen, die Speiseröhre, auch wenn das nicht funktioniert hat. Das denke ich auch. Und wenn ihr es geschafft habt, sind wir auf jeden Fall sehr stolz auf euch. Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt noch mal ganz kurz um unseren toten Patienten. Vielleicht haben wir ja noch irgendeine Chance. Genau, genau. Müssen wir mal schauen.
ob wir es schaffen. Ich würde sagen, Film ab. Macht's gut, haut rein. Ciao, bis ciao. Bis dann, tschö. Wir haben ihn wieder, wir haben ihn wieder. Oh, kurz hin. War auch ganz schön knapp, muss ich sagen. Allerdings. So, Staubbeutel ist drin, jetzt muss er nur noch laufen.